Die 29-jährige Sabina Reis hat gerade einen gesunden Jungen zur Welt gebracht und freut sich, dass sie ihr Glück nicht nur mit Ehemann Till, sondern auch mit ihrer besten Freundin Mona teilen kann. Gynäkologin Christina Trautner und die diensthabende Hebamme werden jedoch langsam nervös. Drücken Sie mal ein bisschen mit. Ich versuche mal, zieh mal ein bisschen. Ja, blutet ein bisschen, aber kommt noch nicht. Drücken Sie noch mal. Wie lange dauert das denn, bis die Gebärmutter raus? Ah, die Gebärmutter bleibt drin. Die brauchen wir ja vielleicht noch mal. Das wäre ja ein Witz. Sie meinen die Plazenta. Sie sind auch schon ein bisschen verrückt. Wenn Sie das sagen. Ja, es war ja auch aufregend. Ja. Ne? Aber wissen Sie was? Ihre Frau gefällt mir nicht. Wir machen hier Witze. Schwitzen, ne? Die gefällt mir nicht. Alles okay, ist alles bisschen gut bei Ihnen? Es fängt auch ein bisschen mehr an. Mach mal vielleicht einen Blutdruck und Schnellflüssigkeit dran oder so. Okay. Lassen Sie mal die Augen auf, Frau Reis. Gucken Sie mich mal an. Tief ein- und ausatmen. Wir hatten eine junge Frau im Kreissaal, die ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Das ist alles wunderbar verlaufen mit der Geburt, aber dann hat es Komplikationen gegeben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, ich mache mir auch Sorgen. Wir sind ja alle da. Ich mache mir große Sorgen. Nee, ich auch. Die ist nicht gut. Versuchen Sie die Augen auf. Drauf. Genau. Ja, jetzt guck mal. Guck mal zu mir. Guck mal zu mir. So, sagen Sie mir mal was. Hören Sie mich gut? Hören Sie mich gut? Der Blutdruck ist bescheiden. Der Blutdruck ist bescheiden. Okay. Nicht so ganz gut. Was heißt bescheiden? Was ist denn los mit dir? Die Frau hat zu wenig Flüssigkeit im Moment. Die Patientin war nach der Geburt zunächst mal wohlauf, hat sich nett mit uns unterhalten. Und auf einmal war die kaltschweißig. Man konnte sehen, die kriegte plötzlich Schweißperlen auf der Stirn. Und die war nicht mehr so ganz gut ansprechbar. Und das ging ganz schnell. So, es fängt aber jetzt auch mehr an zu bluten. Häng mal zügig dran. Was heißt das? So, ich gebe Ihnen mal jetzt das Baby, dass Ihre Frau sich mal auf sich konzentrieren kann. So, lassen Sie mal die Augen auf, Frau Reis. Lassen Sie mal die Augen auf. Gehen Sie einfach mal kurz in die Ecke, dass wir ein bisschen Platz haben. Warum ist jetzt hier so eine Unruhe? Ja, weil ihr gerade mal alles gut, mit, ne? Weil sie ein bisschen Blut verliert. Nehmen Sie mal. Ein bisschen problematisch mit dem Ständer und dem Schnürchen. Wie geht es Ihnen? Setzen Sie sich mal hier. Ja. Sagen Sie mir mal, wie es Ihnen geht. So, es blutet richtig. Ich glaube, wir müssen in OP fahren. Guck mal. In OP? Um Gottes Willen. Das geht ja gar nicht. Ja. Das geht gar nicht, ja. Kriegen die Plazenta bei Ihrer Frau nicht gelöst. Gucken Sie mich noch mal an. Es ist alles gefährlich. Ja, wir fahren jetzt in den OP. Wir müssen die Nachgeburt rausholen, okay? In der Nachgeburtsperiode hat man normalerweise 30 Minuten Zeit, bis die Plazenta, also der Mutterkuchen, geboren werden soll. Die Zeit haben wir uns eigentlich auch genommen. Wir stellten dann irgendwann fest, dass wir das Gefühl hatten, sie löste sich nicht wirklich. Es kam Blutungen dazu und irgendwann wurde die Blutung einfach so stark, dass wir reagieren mussten. Zum OP. Wir machen jetzt eine Ausschabung. Es muss aber einer mit. Ich fahre mit, das kann Ihnen die Hebamme gleich alles erklären, ja? Ich fahre jetzt erstmal hier hinten mit. Ja, der Vater war natürlich sehr erschrocken in dieser Situation. Erstmal hat er viel Blut gesehen und wusste auch überhaupt nicht, wie er damit umgehen sollte. Natürlich wird es unruhig im Kreißsaal. Es ist nicht mehr die gewohnte ruhige Atmosphäre, wenn es zu einem Notfall wird. Und somit muss man dann auch reagieren und auch dem Vater dann erklären, was los ist, damit er mit der Situation umgehen kann. Unter Hochdruck trifft das OP-Team alle nötigen Vorkehrungen für den Eingriff. Der Patientin geht es unterdessen immer schlechter. So erklärt sich die Ärztin auch erst einmal, warum Sabina plötzlich so einen verwirrten Eindruck macht. Ja, da ist sie ja. Ja, ist eigentlich soweit okay. Ein bisschen tachykard. Ja. Wir wollen es auch zügig einleiten, denn sie blutet ordentlich. Ja, machen wir auch jetzt. Fangen jetzt direkt an. Ist sie überhaupt noch ansprechbar? Hören Sie mich denn? Hören Sie mich? Ein bisschen ansprechbar ist sie noch. So. Was sagt sie? Sagen Sie noch mal. Wir haben es nicht verstanden. Noch mal. Samuel. Samuel. Ist das Samuel? Kind? Heißt das Kind Samuel? Ich dachte, das Kind das heißt Benjamin. Ja, vielleicht der Mann. Der Mann sagt, es heißt Benjamin. Ach so. Wo ist der Mann? Dem Baby geht's gut. Das Baby ist beim Vater. Dem geht's ganz gut. Der Name Samuel ist im Kreißsaal nicht gefallen. Da hieß es, der Sohn soll Benjamin heißen. Warum Samuel da gesagt wurde, war mir nicht klar. Das sollten wir erst viel später erfahren. Nach der Ausschabung sind Sie ganz schnell wieder fit. Nein, Sie sterben doch nicht. Warum wollen Sie denn sterben? Ich will nicht sterben. Immer wieder Samuel. Wer ist Samuel? Ist der Mann. Wir gehen mal davon aus, dass das der Mann ist. Ne? Stimmt, der Mann. Ja. Vielleicht ein Bruder, keine Ahnung. Nein, sie also schnell nicht. Stirbt man nicht, Frau Reis. Ne? Ach, das hast du willst du mal hier hin? Möchtest du loslegen? Ja, wir sollten dann jetzt zügig einleiten.
Ne? Dann werden sie jetzt schön schlafen und wir werden sie in Ordnung bringen, damit sie schnell für ihr Baby wieder da sind. Ne? Macht ihr das mal. Wir lösen bei der Operation, bei der Nachkuretage oder Ausschabung die Reste bzw. die komplette Plazenta von der Gebärmutterwand, soweit das denn möglich ist. Es gibt Formen von Plazenten, da geht's nicht. Da muss man wirklich einen Bauchschnitt machen und die Plazenta aus der Gebärmutterwand entfernen. Statt sich ungetrübt über die Geburt seines Sohnes zu freuen, muss der frischgebackene Vater nun um das Leben seiner Frau bangen. Obwohl Mona erst seit einem Jahr mit Sabina befreundet ist und auch Till noch nicht so lange kennt, ist die Freundin der jungen Mutter dem 29-Jährigen eine große Stütze. Hallo. Hallo. Ja. Ja, kann ich muss sagen. Jetzt erstmal auf intensiv. Dankeschön. Wir haben ein bisschen Probleme mit ihrem Kreislauf, sie hat viel Blut verloren. Aber wir konnten sie so weit stabilisieren, die ist auch in ein paar Tagen wieder bei Ihnen. Das ist eine gesunde, okay, junge Frau. Kann ich zu ihr? Ja, Sie können zu ihr. Wir haben eine Ausschau. Der Kleine ist aber gemacht. Noch nicht bei ihr. Nein. Der Kleine darf da nicht hin. Okay. Ne? Eine gute Nachricht. Gott sei Dank. Ne? Das wird schon. Endlich mal. Na? Wir haben eine Ausschabung gemacht. Alles andere erzähle ich Ihnen am Bett Ihrer Frau. Mhm, ja? Okay. Dann weiß ich auch, dass ich nichts sage, was ich nicht sagen soll. Okay. Ja? Wir haben da noch eine Frage habe ich noch an Sie. Das hat mich beschäftigt, gerne, während der OP. Im Vorraum, als Sie schon so ganz mit dem Kreislauf nicht mehr ganz gut da war, Ihre Frau, da hat sie dauernd den Namen Samuel gesagt. Wer ist Samuel? Ich kenne keinen Samuel. Ich dachte vorhin, im Kreißsaal hätten wir gesagt, Ihr Sohn heißt Samuel. Benjamin oder irgendwie. Benjamin, genau. Wir haben ja Benjamin, ne? Vielleicht stand Samuel mal zur Diskussion am Anfang oder so? Nee, ich kenne keinen Samuel. Sie kennen keinen Samuel, weil das, nicht, weil das Samuel so ist, intensiv in Ihrem Kopf war. Das hat sie immer wieder dieses Zeit Wort, Samuel, obwohl sie gar nicht mehr so ganz klar war. Immer das wieder. Ist seltsam. Oder gibt es einen Verwandten, der so hieß? Mir ist keiner bekannt, der Samuel heißt. Ich kenne wirklich keinen. Das Ehepaar Reis und auch die gemeinsame Freundin kennen sich ja eigentlich insgesamt noch nicht so lange, wie ich dann später erfahren habe. Und dann war mir auch klar, dass die viele Sachen voneinander vielleicht noch gar nicht wissen. Ich wusste nicht, was der Mann mit dem Namen Samuel anfängt. Aber irgendwie hat er sehr eigenartig reagiert. Mir hat da schon sowas geschwant. Wir fragen uns natürlich, warum passiert das, dass die Plazenta sich nicht löst. Ja. Das gibt es ja gar nicht selten, aber trotzdem fragen wir uns das jedes Mal. Gibt es eine Vorgeschichte, woher das kommen kann? Nee, also wie gesagt, ich habe Ihnen ja gerade schon gesagt, also mir ist da nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob sie was weiß. Nee. Das ist einfach, ja, als sie mir erzählt hat, dass sie schwanger war, oder sagen wir mal so, als sie mir erzählt hat und erfahren hat, dass sie schwanger ist, ja, da hat sie wirklich komisch reagiert. Ich habe mich gefreut wie Bolle und sie und hat nicht? Wirklich sie überhaupt... Sie hat sich nicht gefreut, in überhaupt, hatte ich ja, nicht gefreut kann man nicht sagen, aber es ist einfach, es war jetzt aber nicht, genau, es war jetzt einfach nicht die, ja... die Art und Weise, die ich erwartet hätte. Aber nur erst Moment. Eigentlich freut man sich ja. Wir fragen Sie gleich einfach mal. Wir sind einfach mal gleich ganz ehrlich und fragen Sie. Ich wusste jetzt nicht, was er meinte. Meine Frau hat komisch reagiert, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist. Ich kann mir ja keinen Reim daraus machen. Hat sie sich jetzt überhaupt gefreut? Oder gab es einen anderen Grund? Wir sollten den ja noch erfahren. Eine Stunde später hat das Warten ein Ende. Till und Mona dürfen endlich zu Sabina. Der 29-Jährige hat in dieser Zeit viel nachgedacht und kann sein Misstrauen kaum verbergen. Der Elektriker hegt inzwischen einen Verdacht, wer sich hinter Samuel verbergen könnte. Ich wollte gerade mit Ihrer Frau mal sprechen, was so los war im Laufe der letzten Stunde. Soll ich mal erzählen? Ja. Dass wir eine Ausschabung machen mussten, weil wir die Plazenta nicht gelöst bekommen haben. Die hatte sich so an der Gebärmutterwand festgesetzt und ist da reingewachsen, dass wir die einfach nicht zu fassen bekommen haben. Es ging nicht. Musste ausgeschabt werden, was eigentlich nicht so häufig vorkommt ohne Vorgeschichte. Also wenn Sie einen Kaiserschnitt gehabt haben, da war mal eine Narbe an der Gebärmutter, dann setzt sich in so eine Narbe, wächst dann sehr gerne die Plazenta rein. Oder wenn mal andere Operationen waren oder eine Entzündung gewesen ist, gibt es da irgendwas in letzter Zeit? Waren Sie regelmäßig zur Kontrolle beim Arzt? Denn da sieht man es manchmal. Ja, ich habe vielleicht ein, zwei ausgelassen. Warum? Waren Sie gar nicht immer? Ich habe auch noch gar keinen Mutterpass von Ihnen gesehen. Schade. Du hast zwei ausgelassen. Ja, du hast mir doch immer erzählt, dass du... Ich bin Frauenarzt, was? Ja, könnte ich mal gerade zu meinem Sohn gehen? Ja, wollen Sie denn jetzt dahin? Sollen wir nicht noch ein Momentchen ganz kurz noch eben mal besprechen, wie es hier weitergeht? Ja. Warum bist du denn jetzt weg? Warum? Sie sind ein bisschen maulig, oder was ist mit Ihnen? Was ist denn los? Ich bin nicht maulig, Sabina. Mir geht eine Sache echt nicht aus dem Kopf. Die Ärztin hat mir eben, als du
ja, dann fertig warst und sie bei mir war, hat mir dann immer irgendwas von einem Samuel erzählt. Warst du da bei irgendeinem anderen Mann, der Samuel heißt? Ach, oder Himmel. Wo warst du denn? Himmel. Verstehe ich nicht. Was, jetzt ist aber was los. Ach, was ist denn jetzt? Sie hat sowieso so einen schlimmen Tag gehabt. Ach, Mann. Was ist los? Jetzt ist was los. Geht mal mit uns. Gehen Sie doch mal zu Ihrer Frau, bitte. Geht doch mal mit uns. Da geht's ja eh noch nicht so gut. Setzen Sie sich doch ein bisschen. Was soll ich denn denken? Nichts kann so schlimm sein, dass Sie uns das nicht sagen können. Wir sind doch immer so. Was denn? Wie habt ihr das nicht erzählt? Was denn nicht erzählt? Ich hatte vor 2 Jahren. War ich hungerschwanger von meinem Ex-Freund. Und ich hab das Baby verloren, ganz früh. Du musst uns das ja nicht erzählen. Ich hab keine Geheimnisse voneinander. Ich hab Angst gehabt, was du von mir denkst. Was soll ich denn von dir denken? Und ich wollte dir was abholen. Ich bin doch jetzt dein Mann oder damals dann dein Freund. Tut mir leid. Ich hab mir immer ein Baby gewünscht und auch immer einen Jungen. Damit ja, wollte ich jetzt abholen, denn das. Aber Sie haben doch jetzt einen, Sie haben mir jetzt sogar einen Benjamin. Jetzt haben wir einen Benjamin. Kennt ihr eigentlich die Bedeutung vom Namen? Wisst ihr das? Benjamin? Nee. Benjamin heißt Kind der Jüngste oder Sohn des Glücks oder einfach Glückskind. Echt? Glückskind, das ist doch ein tolles Wort für heute, oder? Ja. Sie nehmen jetzt endlich nach dem anderen Geschehen ein Glückskind mit nach Hause. Ist das nicht toll? Wir sind beide immer für dich da. Du brauchst auch keine Geheimnisse von mir zu haben. Und das musste damals halt auch rausgeschafft werden, deswegen. Ich kann das verstehen. Vielleicht hat das jetzt alles bei Ihnen im Kopf wieder ein Déjà-vu-Erlebnis. Es ist alles noch mal hochgekommen. Vorsichtig. Ich verspreche mir aber jetzt eine Sache, dass wir keine Geheimnisse voneinander haben. Ich erzähle dir auch immer die Wahrheit, okay? Ich glaube, dass dieses Ehepaar mit ihrem Sohn Benjamin, mit ihrem Glückskind, fröhlich nach Hause gehen wird. Dass dem Mann klar geworden ist, der Name Samuel hat nichts mit meiner Beziehung zu tun, nichts mit meiner Frau zu tun. Da ist kein Ausrutscher gewesen in einer Beziehung, gar nichts. Sabina konnte die Klinik nach 7 Tagen mit ihrem Baby verlassen. Um Sternenkind Samuel für immer in liebevoller Erinnerung zu behalten, haben sie und Till ihrem Sohn Benjamin den Zweitnamen Samuel gegeben. Außerdem macht die 29-Jährige mittlerweile eine Therapie, um das Trauma der Fehlgeburt zu verarbeiten. Ihr Mann und ihre beste Freundin unterstützen die junge Mutter dabei von Herzen.